So. Zack. Ups. So, wir können ja gleich noch mal gucken. Ich nehme gleich mal das Radio mit runter. Die Frage, die von Cherry Fairy kam, ob das ins Regal geht, interessiert mich auch, weil vielleicht funktioniert es ja im dem Fall. Wisst ihr, wie ich meine? Dass wenn wir es ins Regal stellen, dass wir es vielleicht auch bedienen können. Dann haben wir ja Glück. Okay. So, müssen wir nur einen weiten Weg auf uns nehmen. Aber egal. Was? Schon wieder? Oh. Ich wollte doch die mal Machete ausprobieren, aber die habe ich gerade nicht im. Wo ist sie denn da? Boah, natürlich. Machete nichts gut, ist zu kurz. Ich nur auf die Fresse. Scheiße. Man könnte es auch am fehlenden Skill ausmachen. Ganz klar. Nee. Da, Wandregal. Können wir auch eins da unter machen? Oh, geht auch. Oh, warte mal. Da kommen ein Drittel. Ach nee, wir haben wieder kein Drittel. Nee, die ist zu kurz. Von dir war's top. Danke. Das glaubst du ja selber nicht. Ah, guck mal hier, Feuerholz. Das war gut. Muss ich selber noch lachen, ey, das ist. Das könnten sie auch noch mal fixen, ne? Dass man das Feuerholz auch im Gebäude machen kann und nicht nur draußen. Das geht immer noch nicht, ne? Das finde ich auch noch so ein bisschen doof. Ja, wir haben schon wieder Company da. So, jetzt probieren wir das mal mit dem Radio. Vielleicht
hab's dich schon gewundert. Warum du es rausträgst? Ja, kommt vielleicht noch, nur wann, ne? Okay, platzieren. So geht's nicht, das habe ich mir gedacht. Aber so vielleicht. Gucken mal. Nein. Ich kann das Radio da nicht hinstellen. Das ist doch toll. Stellen wir es da erstmal hin. Habe ich noch Energiemix oder Heilung oder sowas? Habe ich sowas nicht irgendwie gemacht? Da, Gesundheitsmischung, Essen. Versuch war es wert, auf jeden Fall. Und dann fällt mir noch ein, habe ich irgendwie gesehen, Gamma-Helligkeit, Gameplay. Steuerung vielleicht? Inventargeschwindigkeit. Oh, weil man ist immer so langsam im Inventar. Das haben sie jetzt auch neu gemacht. Ja, das ist schon, seht ihr, das ist schon ein bisschen schneller, wenn wir da irgendwo hingucken. Auch top. Also sie machen ja auch gute Quality of Life Verbesserung. Das muss man denen auch mal lassen. Ne? Man muss ja den Entwicklern auch mal sagen. War geil. Okay, jetzt sind sie da drüben. Prügeln sich mit dem Blinden, glaube ich. Ne, mit Clitochris. Können sie von mir aus auch machen. Wir haben auf jeden Fall Kevin wieder verjagt, natürlich. Wie sollte es auch anders sein, wenn ich Baumstämme brauche? Wie sollte es auch anders sein? Okay. Sind das meine Schritte? Ne, Bärbel wahrscheinlich. Ne, Bärbel ist zu weit weg. Waren meine. Und Marie, ich kann dir nur ans Herz legen. Mal jetzt die nächsten Folgen von The Forest Staffel 2, die ich mit Malibu mache. Da mal reinzugucken. Vielleicht sogar jetzt schon ein paar Folgen, die schon gelaufen sind. Wir haben doch ein bisschen Story gemacht. Also ich sag mal so ab Folge, weiß ich gar nicht, welche läuft denn da jetzt? Müsste ich naja mal gucken, falls es dich interessiert. Wir sind in eine dritte Höhle gegangen und haben die Schaufel geholt, haben Bunker gefunden. Also eigentlich schon ganz geil. So, Kevin ist immer noch weg. Das kann also ein bisschen dauern. Und der Rest war ja eigentlich immer so dabei im Stream, ne? Oh nein, 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 nein. Ich will da nicht wieder reinglitschen. Überhaupt nicht. Da ist immer noch Cangrejo Knossi. Der hat ja auch da drüben einen Kito-Chris weggeklatscht, ne? Kann ich mir die Rüstung holen dann? Scheint nicht. Hello. Da liegt er hier nicht. Schade. Es hätte ja sein können, ne? Ja, macht ganz entspannt. Also, ich schreibe dir nachher nochmal, so ab welcher Folge das ungefähr losging.
Und wenn du dann den Meister durch hast, kannst du da mal gucken. Bevor Malibu und ich dann auch wieder den Stream anschmeißen. Das wird dann ja auch irgendwann wieder passieren. Wir haben zwar noch so für 4 Wochen Material. Aber muss ja... oh nein, das war wieder falsch. Boah, aufgefangen. Gesehen? Gesehen, wie man das macht. Ach, guck mal, da muss noch ein ganzer eigentlich hin. Mhm. Der will aber auch schon gar nicht mehr dahin. Doch jetzt. Was hast denn du jetzt so vom Üben her für ein Gefühl? Wegen der Prüfung. Eher ein gutes, eher ein, könnte schwierig werden. Vielleicht sogar eher so ein, drauf geschissen. 4 ist auch bestanden, so nach dem Motto. Nein! Dass er das auch immer macht. Na gut, kann ich jetzt eh nichts gegen machen. Muss mal eben erstmal einmal... Boah, ey, ich fass es nicht. Hatte schon einen Probedurchlauf? Da hatte ich eine 2. Okay. Sollte klappen, wenn ich gute Probanden habe. wird schon. So, Leute, gleich geht's an die 9. Etage. Ich glaube, mit 10 schaffen wir es doch nicht. Das ist das Gefühl, es wird... Oh, Mann. Ich will doch irgendwann fertig werden mit dem Scheiß. Also, es war eine gute Idee. Ne, will ich gar nichts gegen sagen mit dem Turm, aber... So langsam... Boah, wir sind ja auch schon... an einem gewissen Tag. Was wieder heißt... Wir kriegen ja auch immer öfters Besuch und die Nerven. Weil Kevin dann ja auch nicht wirklich... seinen Job macht. Du schießt sie hin. Du schießt aber nicht auf mich. Bist du geil? Ich will dir nichts tun, Bärbel. Also. Ich weiß nicht, was du denkst. Das ist nämlich. Der hat 2 Stämme hier reingelegt, der gute Kevin. Und jetzt ist er schon wieder weg. Das ist so nervig. So richtig nervig.
Aber er scheint... Oh, da ist er wieder. Ich lege ihm mal wieder ein bisschen Holz hier hin. Weil ich das Gefühl habe, nur so funzt das hier besser. Ich weiß nämlich nicht, wann... uns der Winter überrascht. Oh, Bärbel! Was läufst du mir in die Axt, Alter? Hast du denn... hast du gesoffen, oder was? Das kannst du doch nicht machen. Toll, jetzt hat sie Angst vor mir und läuft weg. Ey. Ja, eben, was hüpft sie denn da in die Axt? Weil, soweit ich weiß, kann man ja Bärbel auch wieder vergraulen, ne? So, wenn man nicht auf sie aufpasst und so, und wenn man sie verprügelt, oder ganz normal. Okay. Ich würde sagen, ist dieser Baum Imba, oder? Hallo? Ey, das kann doch nicht angehen. Mann, Mann, Mann. So, Kevin, macht nichts, wenn es schnell geht. Wir wollen Weihnachten zu Hause feiern. Musst du denn, also früher war das ja so, dass du immer so ein gewisses Meisterstück ablegen musstest. Mal gut, mehr im Handwerk und so, ne? Aber gibt es sowas bei euch? Also wir in der Optik hätten das machen müssen, obwohl heutzutage keine Brillen mehr gefertigt werden, sag ich jetzt mal. Na, also so von Hand. Ich finde geil, dass wir es gelernt haben, dass ich komplett aus Acetat eine Brille rausholen kann, also feilen kann und zusammenbasteln kann, aber eigentlich braucht man es nicht mehr. Ist das bei euch auch noch so mit irgendwas? Ja, das ist die 6-Stunden-Prüfung, ist das Meisterprüfungsprojekt. Und was ist das? Also, oder weißt du das noch nicht? Du musst auf jeden Fall kein Hörgerät bauen. Ja, das ist ja schon mal was. Dann frage ich mich trotzdem, was musst du bauen? Oder was musst du machen?
Muss mit einem Probanden eine Messung machen. Beratung und Anpassung. Danach dann alles besprechen. Nachsorge und so. Ja, okay. Also einmal so das komplette Ding. Aber jetzt mal doof gefragt, ne? Also das kann ich mir jetzt vorstellen, das ist ja auch das, was du allgemein als Hörgeräteakustiker machst. Also das ist ja... Da hätte ich jetzt gedacht, das ist so eine ganz normale praktische Prüfung für... na, wie heißt denn das? Für den Gesellenbrief. Weil ungefähr so lief meine Gesellenprüfung auch, also die eine der praktischen Gesellenprüfungen für einen Optiker auch ab. Ne? Beratung, Brille anpassen, Anamnese im Endeffekt, also was hat der Kunde für Probleme, kann er nicht lesen, Ferne, was weiß ich, also halt auch rausfinden, was genau braucht er für Gläser und so. Deswegen, ja. Beim Gesellen wird das nur simuliert. Da hast du keinen Probanden. Ach so, also du musst wirklich ein richtiges, also nicht nur so eine Simulation, sondern ein richtiges Hörgerät fertig machen. Für irgendeinen Kollegen, der da sitzt. Okay. Das ist natürlich, das musste ich natürlich nicht. Also im Endeffekt war es fast nur eine Simulation. Natürlich hatten wir dann, was weiß ich, 10 Brillengestelle da hängen, die ich dem Kunden natürlich am Kopf angepasst habe. Aber ich musste für den nicht irgendwie spezielle Gläser fertigen oder so. Okay, ja gut. I'm understand. I'm understand. Ja. Oh, guck an, Cangrejo. Knossi ist schon wieder da, ey. Das ist... Na, das ist das, was ich meine, ne? Das ist... Wir sind... Oh, ich dachte eben, das ist Cangrejo Knossi, aber es ist nur Bärbel. Hey! Danke, Bärbel! Boah, verfolgen die Bärbel jetzt? Beide? Wow! Aber der hat... Habt ihr gehört? Ich hab ihn gehört! Das ist neu! Das ist neu. Normalerweise hörst du die Wichser ja immer nicht. Das Ding ist, die sind jetzt alle immer gepanzert. Da musst du immer so viele Pfeile reinjagen mittlerweile. Ja, ja, ja. Ich meine ich. Wow. Geil, ich höre Schritte von den Mutanten. Das ist so neu. Ich kann damit gar nicht umgehen. Hä? Für mich war das ein Kopftreffer. Okay. Hallo?